mal wieder so eine ganz klassische Litfahrt von mir. Ja, ich probiere einfach dann die Fahrt zur Arbeit irgendwie ganz gut unterzubringen. Und da bieten sich vor allem diese Kurzdinger, eine Stunde Lit, wunderbar an. Und jetzt hier mit dem Lastenrad muss ich auch gar nicht so schnell fahren, weil es halt einfach ein bisschen schwergängiger ist, gerade bei den Anstiegen. Und auch das Stop and Go an den Ampeln dann in der Stadt ist natürlich auch viel anstrengender als mit dem normalen Rad. Ich vergesse immer oder ignoriere immer noch so ein bisschen, dass ich halt einfach ein bisschen länger brauche mit der Karre hier und komme dann manchmal leider ein bisschen knapp, beziehungsweise muss dann in die Pedale treten, kommt dann geschwitzt an, was natürlich auch nicht so der Bruder ist. Dann habe ich auf der Wetterkarte gesehen, soll es auch in Kürze anfangen zu regnen. Ich hoffe mal, das geht einigermaßen an mir vorbei. Aber ansonsten ist natürlich jetzt auch hier das Lastenrad ganz vorteilhaft. Ich kann einfach vorne in die Kiste alles reinschmeißen, was ich eventuell brauche, muss nicht auf dem Rücken transportieren. Und gleichzeitig merke ich, dass seit Corona diese Fahrten viel weniger geworden sind. Also ich fahre halt nicht mehr täglich ins Büro. Aber das ist genau dann ganz gut, wenn der Trainingsplan ein bisschen intensiver wird. Und mein Weg hat sich verkürzt. Ich hatte eine Weile in eine Richtung 22 Kilometer. Und gerade dann auf dem Rückweg habe ich dann so lange Lit-Einheiten quer durch Brandenburg nochmal gemacht. Also einen kleinen Umweg. Und jetzt sind es, ja, wie viel sind es jetzt eigentlich? Ich glaube so 12, 13 oder so. Also echt eine schöne Strecke, die man mal so nebenbei zur Erholung ganz gut machen kann. Ein bisschen hat es jetzt doch schon angefangen zu regnen, aber wenn es so bleibt, ist alles okay. Ich habe mir trotzdem schon mal eine andere Jacke angezogen. Allein schon, weil die nicht ganz so dick ist. Für den Notfall hätte ich sogar auch noch eine Regenhose dabei. Aber zum Glück ist es nur so ein Piesel-Nieselregen. Den Weg wieder zurück. Ihr seht, es regnet immer noch, aber es dürfte gleich aufhören. Insofern komme ich einigermaßen gut nach Hause. Ich glaube, eine Stunde Lit hätte es heute sein müssen. Mit Hin- und Rückweg sind es dann wahrscheinlich so gute anderthalb Stunden Lit. Insofern Programm erfüllt. Ja, wobei ich bin jetzt sicherlich nicht die ungefähr 180 oder 170 Watt gefahren, irgendwas da drunter, aber passt schon ganz gut. Auf jeden Fall ist cool, mehrere Klamotten dabei zu haben, um auf dem Rad sich ein bisschen zu akklimatisieren, beziehungsweise dann im Büro auch noch mal was anderes zum Anziehen zu haben. Macht sehr großen Sinn. Es ist schon wieder Samstag. Und auf dem Trainingsplan stand heute eigentlich 2 Stunden Radfahren, aber ich bin 50 Minuten gelaufen und ja, gehe jetzt hier noch ein bisschen spazieren als Auslaufen. Ja, Grund ist, dass die Woche eigentlich komplett anders war, als auf dem Trainingsplan stand und es ist auch eine Ruhewoche, insofern waren es sowieso so kleine Mini-Einheiten und hinzu kommt, dass ich viel mit dem Rad in der Stadt unterwegs war, habt ihr eben schon gesehen. Aber dann kamen in der Woche noch ein paar andere Einheiten oder Ausfahrten oder ja, Arbeitsfahrten auf dem Rad. Und so kam ich auf ziemlich viel Radkilometer und habe mir deswegen den Donnerstaglauf auch geschenkt und dachte mir, dass dann eben so viel zusammengekommen ist, dass ich jetzt heute nicht nochmal extra fahren muss, sondern eben heute lieber gelaufen bin. Und morgen wäre so eine Einheit 24 Minuten Laufen, Techniktraining und was. Ja, schenke ich mir auch nochmal einen schönen Ruhetag.
Ja, denn ich weiß, nächste Woche wird schon wieder richtig hart. Fängt so ein neuer Block an und die erste Woche ist dann doch irgendwie der Hammer. Und mein Ziel ist jetzt, einfach möglichst ausgeruht in diese Woche zu starten, um dann besonders die Schlüsseleinheiten gut durchziehen zu können. Ja, und nicht jetzt schon wieder so, nur weil ich alles nach Plan gemacht habe, dann irgendwie völlig platt in so eine Woche starte. Und deswegen ist es, glaube ich, ganz gut, es jetzt ein bisschen ruhiger angehen zu lassen. Und ja, auch mal ein bisschen durchzuschnaufen und den Kopf auch vom Laufen ein bisschen frei zu kriegen, dass nicht so ein Druck entsteht. Und ich war jetzt auch am Donnerstag ganz artig schwimmen, aber auch nicht die 2500 Meter. Es sollte auch nur so Spaß schwimmen sein, sondern habe da auch nur 2000 gemacht und hatte noch nie mein schlechtes Gewissen. Ich glaube, das passt alles richtig so. Und ja, da bin ich mal gespannt, ob das einen guten... ob das gute Auswirkungen hat auf die kommende Woche, wie die so läuft. Denn ich habe echt immer noch sehr großen Respekt vor diesen Intervalleinheiten, vor allem auf der Rolle. Ja, und die will ich möglichst ohne Abbruch und ohne Runterschrauben einfach mal durchziehen. So, da kamen eben tatsächlich zwei, die ein Swim and Run machen hier bei mir vorbei. Ehrlich gesagt, bei den Temperaturen Respekt, Respekt. Also ich würde mich da nicht ins Wasser trauen. Aber egal, auf jeden Fall war das wieder so ein kleiner Einblick in meine Trainingswoche, diesmal ein bisschen ruhiger. Ich hoffe, ihr seid alle gut dabei und ja, dann bedanke ich mich wie immer fürs Zusehen, wünsche euch gutes Trainieren und wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut, bis dann. Ciao, ciao.